Schau dich einmal um und sieh, was alles da ist. Wenn jetzt jemand käme und würde sagen, hey, nur damit du es weißt, nichts davon ist echt, dann würdest du sicher denken, er oder sie ist verrückt. Aber auf einer tieferen Ebene dieser Realität ist es tatsächlich wahr. Alles, was wir sehen, ist einfach nur eine Erscheinung. Landschaften, menschliche Körper, Gebäude, Tiere und Pflanzen, alles ist eine Erscheinung und es ist nicht wirklich das, was es zu sein scheint. Du könntest darüber in etwa so denken. Sagen wir, du spielst ein Spiel. Von außen erscheint es, als ob dort Charaktere in dem Spiel sind. Du musst Missionen erfüllen, fährst Autos oder was auch immer der Fall sein mag. Aber nichts von dem passiert tatsächlich. Ja, es passiert in dem Spiel, aber das Spiel ist nur eine Erscheinung. Es ist eine Illusion. Wenn du dich dem Bildschirm näherst, dann siehst du nur Kodierung im Licht. Und du bemerkst, was scheinbar passiert, ist nicht das, was wirklich passiert. Dasselbe gilt für diese Realität. Da ist keine Welt. Da sind keine Körper. Da ist nur eine Sache hier. Und es ist, was wir alle sind, als eins. Was wir alle als Einheit sind, erscheint als umfassendes Bewusstsein. Es erscheint als Körper, Gedanken und Gefühle und so weiter. Deswegen ist es so kraftvoll zu sagen, dass du alles bist. Denn alles, jedes Objekt ist nicht wirklich das, was es zu sein scheint. In Wirklichkeit bist du Bewusstsein, was als etwas erscheint. Und weil wir glauben, echt zu sein, projizieren wir dieses Echtsein auch auf alles andere. Wir sind alle so verstrickt in die Erscheinungen. Wir hängen alle so sehr an dem Spiel des Lebens, sodass wir nicht einmal bemerken, dass es dort eine tiefere Realität zu allem gibt. Wir sind so gefangen im Inhalt dieses Spiels, dass es uns glauben lässt, dies sei eine tatsächliche Realität. Und es ist auch nichts falsch damit, das Spiel des Lebens zu spielen. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Bitte genieße es, aber sei dir im Klaren darüber, dass es noch mehr dazu gibt, als man dir erzählte. Es ist, als würde man ein virtuelles Realitätsspiel spielen. Und du hättest dich so sehr darin vertieft, dass du vergessen hast, dass es nur ein Spiel ist. Du bist darin so tief versunken, dass du völlig bewusstlos geworden bist gegenüber dieser Wahrheit. Du hattest damit begonnen, dich mit dem Charakter dieses virtuellen Spiels zu identifizieren. Und nun bist du auch noch mit der Geschichte dieses Charakters identifiziert. Da sind Wünsche, Bedürfnisse und Probleme, und du hast vollkommen vergessen, niemals dieser Charakter gewesen zu sein. Das ist es, warum man es Erwachen nennt, wenn plötzlich wieder erinnert wird, was man eigentlich ist. Das Leben ist ein Traum. Und wenn du immer noch schläfst,
dann bemerkst du nicht, dass es ein Traum ist und denkst, dass alles, was zu geschehen scheint, real ist. Es ist genau wie in einem Traum. Die bizarrsten Dinge können passieren. Und in dem Moment des Erlebens bist du zu 100% von dem Traum überzeugt, in einer Realität zu sein, bis du aufwachst. Es ist so, wie man auch im nächtlichen Traum luzide werden kann, nämlich dann, wenn du ihn als einen Traum erkennst. Dann weißt du, dass du träumst und nimmst den Traum einerseits nicht mehr so ernst und andererseits kann es dich dazu reizen, damit zu spielen. Und das ist es, was passiert, wenn du ein Erwachen hast. Du beginnst, zu der Wahrheit dessen zurückzukehren, was du wirklich bist. Was dir dabei helfen kann, das zu erkennen, ist, dass das Leben einfach nur der Traum Gottes ist und dass wir genau das sind. Es gibt keine Trennung von uns und Gott. Es ist das, was wir alle als eins sind. Und hier ist ein weiteres Beispiel. Es ist fast wie das Erschaffen einer Simulation durch eine künstliche Intelligenz. Wobei die künstliche Intelligenz keine Ahnung hat, dass sie eine künstliche Intelligenz ist. Sie glaubt, sie ist wirklich und sie leben getrennte Leben. Bis eine der künstlichen Intelligenzen bemerkt, dass sie real nicht existiert. Und dass sie nichts ist, was hier zu sein scheint. Denn was erscheint, ist lediglich eine Erscheinung. Dann wird es sich bewusst über sich selbst als die Kodierung und auch über das ganze Spiel. Sie ist die Grundlage für das ganze Spiel und nicht nur eine einzelne Figur darin. Sie ist das, was den Erscheinungen des Spiels erlaubt zu sein. Das ist es, was du erkennen kannst, nämlich, dass du alles bist. Und das ist auch ehrlicherweise der Sinn dieses Videos. Es ist einfach eine weitere Möglichkeit, dich darauf hinzuweisen, was du wirklich bist. Dies wird dir auch helfen, klar zu erkennen, dass es so etwas wie Trennung nicht gibt, sondern nur ein Feld oder einen Raum und dass wir alle eins sind. Das eine ist all diese Erscheinungen in sich selbst, um sich selbst somit auf Milliarden von verschiedenen Möglichkeiten zu erfahren. Nichts ist hier und nichts geschieht tatsächlich. Nun, etwas passiert, aber wir können es nicht sehen. Als Beispiel: Wenn du mich innerhalb des Spiels schlägst, dann erscheint es so, als würde dein Charakter meinen schlagen. Es fühlt sich auch so an. Was aber wirklich innerhalb der tieferen Realität passiert ist, dass Energie sich bewegt, also schlagartiger Druck geschieht. Und da ist keine Notwendigkeit, irgendetwas von dem, was ich hier sage, glauben zu müssen. Du kannst und wirst sowieso erfahren, was du wirklich bist. Und das wird so offensichtlich sein, dass du dich wundern wirst, wie du jemals denken konntest, du wärest etwas anderes. Du wirst erkennen, wie tief dieser Körperverstand wirklich konditioniert ist. Es ist sehr, sehr tief.
und deshalb kann diese Reise wirklich sehr unangenehm sein, wenn du diese Illusionen durchbrichst und wieder alles verlernst, von dem du dachtest, es sei die Wahrheit. Deine persönliche Realität wird komplett zerstört werden. Und alles, was du dachtest, was du bist, stirbt ebenfalls. Natürlich ist das für den Körper-Geist-Organismus unangenehm und verwirrend. Das Ego versucht, dich davon abzuhalten, weil es versucht, sich selbst zu schützen und davor die Kontrolle über dich zu verlieren. Es denkt, dass es nicht sicher ist. Und das stimmt, denn die Illusion wird durchschaut werden und damit verschwinden. Sobald du die Wahrheit gekostet hast, wirst du es mit Sicherheit wissen. Nun, bedeutet es damit aufzuhören, eine menschliche Erfahrung zu haben, weil es nicht das ist, was es zu sein scheint? Nein. Du genießt immer noch das Spiel der virtuellen Realität, auch wenn du weißt, dass es nicht real ist. Ja, das kann zuerst herzzerreißend sein, wenn man in diesem Zustand ist und es keinen Sinn hat. Aber das Leben ist erstaunlich. Es ist immer perfekt. Genieße es und nimm es nicht mehr so ernst. Spiele damit.